Brady the favorites, right? What do? They go out and sign Boogie Cousins. Yes, DeMarcus Cousins, four-time All-Star to a one-year, $5.3 million offer. That's according to Adrian Wojnarowski. Now, Stephen A. Smith spoke to a source that said all the players and Steve Kerr signed off on the addition of Boogie. Die NBA-Welt steht Kopf. DeMarcus Boogie Cousins hat sich in der Free Agency Phase dem Champ aus Oakland angeschlossen. Die Golden State Warriors nehmen den Big unter Vertrag und diese Entscheidung hat milde gesagt auf ganz viel Unbehagen gestoßen. Aber wir werden das ganze Prozedere in diesem Video auseinanderfalten, auseinanderziehen und fangen an mit den Meldungen, die dazu auf Twitter kursierten. Das Orakel von ESPN, Adrian Wojnarowski hat angefangen und auch die Quellen von Yahoo zogen gleich. Das Pikante an der ganzen Story ist die Tatsache, dass es angeblich laut ESPN keinen weiteren Interessenten für den All-Star gab. So lässt es jedenfalls Cousins verlauten, was pikant ist. Denn die Lakers und die Pelicans waren da absolut heiße Kandidaten, wenn es um das Interesse für Boogie ging. Natürlich gibt es immer zwei Seiten einer Geschichte. Meistens liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Wir schauen uns aber mal die vergangene Saison von Cousins an. Die Saison 2017-2018. Der gute Mann hat 48 von 82 Spielen absolviert. Auf die Verletzung gehen wir später ein. Und an den Zahlen sehen wir schon, der Mann wurde nicht umsonst in das All-Star-Team berufen. 25 Punkte, dazu knapp 13 Rebounds, 5,4 Assists und auch die Quoten lassen sich absolut sehen. Den Warriors wird ja immer nachgesagt, dass die Center-Position die schwächste im Verbund ist. Das könnte der Vergangenheit angehören, wenn wir uns diese Starting Five anschauen, wenn sie denn tatsächlich so auf dem Court beginnen wird. Ein Team voller All-Stars, das ist quasi schon die Abteilung Westen für das All-Star-Game, wenn man es denn ganz brisant ausdrücken möchte. Aber bevor wir jetzt hier die nächste NBA-Saison komplett in den Boden rammen, müssen wir uns überlegen, was das für die Liga heißt. Wir haben die Warriors in den letzten Spielzeiten immer so gesehen, dass der Ball viel geschert wird. Jeder Spieler hat seinen Anteil. Man hat locker flockig drei Spieler im Kader, die 20 Punkte oder mehr scoren können. Aber auch extremst, wirklich extremst mannschaftsdienlich spielen. Wenn mal zum Beispiel Steph Curry einen schlechten Tag hat, kommt einfach mal ein KD daher. Man kann die Geschichte natürlich auch umgekehrt stricken. Wenn KD einen schlechten Tag hat, hat man immer noch Steph Curry. Und Klay Thompson ist sowieso die Sensation schlechthin. Der Mann ist mittlerweile ein elitärer Two-Way-Player. Und wenn er in die Bresche springen muss, dann tut er das. Aber ich sprach schon vom Teamgefüge und da werden wir das Team aus Oakland mal ganz spezifisch unter die Lupe nehmen. Stichwort Player Usage Rate. Beginnen mit Steph Curry auf der Point Guard Position, der eine Rate von 29,7% hat. Das ist schon recht amtlich, der Mann hat oft den Ball in den Händen, aber ich sprach gerade schon diese ausgleichende Kraft zwischen ihm und KD an, der auch knapp 30%
aufzuweisen hat, was die Usage Rate angeht. Damit steht schon mal fest, 2 von 5 Spielern, die auf dem Court stehen, haben oft den Ball in der Hand. Der dritte im Verbund, der die Offensive trägt, Klay Thompson, auch gar nicht mal so schlecht mit 23,7%. Und dann nehmen wir auch noch Draymond Green, den Defensivanker dazu. Der Mann hat eine Rate von 17,2%. Das verrät uns, das Team ist gut ausbalanciert. Scoring ist auf 3 Leute verteilt, wenn wir mal eine Big 3 herausheben möchten. Jetzt kommt allerdings der Clou, worauf ich hinaus möchte. DeMarcus Cousins, der Typ ist der absolute Wahnsinn, was die Rate angeht. Haben mal alle Spielzeiten aufgelistet und es ist mehr als eindrucksvoll, was diese Statistik angeht. Fast in jeder Spielzeit liegt er über 30% nur zu Beginn der Karriere, siedeln sich die Zahlen unter dieser Marke an. Das verrät uns, dass der Mann oft den Abschluss sucht, oft den Ball in den Händen hat, viel über ihn läuft, und bei den Pelicans war er nun mal der Fixpunkt mit Anthony Davis, bei den Kings war er sowieso die unangefochtene Nummer 1 und diese Rolle wird sich bei den Warriors so nicht ergeben, auf gar keinen Fall. Zudem müssen wir selbstredend auf diese ganz, ganz schlimme Verletzung eingehen. Achillessehnenriss ist hier das Stichwort. Man sagt immer, ich bin zwar kein Experte, aber ich zitiere mal die öffentliche Meinung. Man sagt immer, Achillessehne bzw. der Riss der Achillessehne ist die schlimmste Verletzung, die einem Profisportler ereilen kann. Noch schlimmer als ein Kreuzbandriss. Es dauert bis zu einem Jahr, bis man wieder da ist. Dazu, dass die Verletzungshistorie von der Zeit schon so schlimm ist, kommt der Faktor dazu, dass meistens Sportler nicht zur alten Stärke wiederfinden. Es gibt prominente Beispiele, gehen gleich zum Beispiel noch auf Kobe Bryant ein, aber Cousins hat bei den Warriors für ein Jahr unterschrieben, damit er ganz in Ruhe wieder zurückkommen kann, denn die Warriors brauchen ihn eigentlich nicht. Er hat keinen Druck, wenn er wiederkommt, kann sich wieder eingrooven. Das ist das Ziel dieses Deals. Viele werden in erster Linie diese Mega-Starting-Five im Kopf haben. Also da heißt es abwarten und gucken, was die Zeit mit sich bringt. Ich sprach aber schon von der Black Mamba, die sich 2013 genau die gleiche Verletzung zuzog, sehen wir gerade hier. Es sieht meistens gar nicht so schlimm aus, aber das Ding ist dann nun mal durch. Und als Kobe sich die Sehne riss, wer kennt die legendäre Szene nicht, als er dann noch an der Linie war, war sozusagen die Karriere vorbei. Klar, Kobe war das schon in einem fortgeschrittenen Alter, anders als Boogie, aber wir sehen, nach der Verletzung in den Spielzeiten sind die Quoten rapide nach unten gegangen und die Legende der Lakers war nur noch ein Schatten seiner selbst. Unter 30% von draußen, unter 40% aus dem Feld. Die Zahlen, was das Punkten angeht, sehen noch ganz gut aus, aber Effizienz war brutalst nicht mehr gegeben. Was möchte ich euch damit sagen? Zunächst einmal will ich euch mit auf den Weg geben, dass das nicht der endgültige Zerfall der NBA ist. Haltet zunächst die Füße still. Es sind so viele Faktoren im Umlauf, die wir noch überhaupt nicht begreifen können. Kommt Boogie zurück zu 100%? Passt er in dieses Gefüge der Warriors? Planen die Warriors überhaupt langfristig mit Cousins? Passiert es so, dass die Dynastie nun endgültig besiegelt ist? Es sind Fragen, es sind Faktoren, es sind Aspekte. Abwarten, Tee trinken und schauen.
Versteht mich nicht falsch, ich bin absolut kein Freund von dieser Verpflichtung. Auf dem Papier ist es einfach zu monströs brutal. Aber, das ist auch wichtig, Boogie wird frühestens nach dem All-Star-Break eingreifen. Das ist meine Meinung. Bis dato bleiben die Warriors die verhassten Warriors, die sie sind. Ich spreche für die Allgemeinheit der NBA, nicht für mich persönlich. Also, ich möchte euch nur sagen, das ist nicht das Ende dieser Liga. Genießt die nächste Saison. Alle anderen Teams werden nicht stillstehen, versuchen weiterhin die Waffen zu laden, um dieses Team herauszufordern. Und deswegen, es ist noch nicht vorbei.